Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute drehe ich ein Video zum 11. gemeinsamen Monat. Und ja, da das wahrscheinlich nicht allzu lang wird, möchte ich euch dann noch gerne ein paar Sachen zeigen, die ich gekauft habe. Und ich fange direkt an. Ja, der 11. gemeinsame Monat war sehr aufregend, weil der kleine Mann sehr viel dazu gelernt hat, muss ich sagen. Und unter anderem kann er sehr, sehr gut krabbeln mittlerweile. Also er krabbelt wirklich durch die Gegend und macht alles unsicher und ist auch relativ schnell geworden. Ja, manchmal passieren natürlich kleine Unfälle, vielleicht mal langsam mal sprechen. Ja, aber das gehört dazu und dafür lernt er das ja auch. Ach, ich sehe heute irgendwie doof aus, aber verzeiht mir, momentan bin ich nicht so gut drauf. Egal. Ja, was ist denn noch passiert? Er kann stehen. Also er zieht sich im Laufstall nach oben und dann hält er sich fest und dann steht er. Ja, das finde ich auch ganz toll. Das hat er über Nacht einfach so gemacht. Das konnte er auch einfach über Nacht dann so. Und ja, wenn man ihn an den Händchen festhält, dann steht er auch. Und ja, das mit dem Laufen will noch nicht so wirklich funktionieren. Jedenfalls nicht, wenn man ihn so festhält. Wenn er in seinem Gehfrei dann sitzt, da funktioniert das irgendwie schon besser. Anscheinend fühlt er sich da recht sicher. Und im Gehfrei lasse ich ihn übrigens nur laufen, wenn einer von uns dabei ist, also wenn er beaufsichtigt wird, weil es ja schon sehr viele Unfälle mit diesen Dingern gab und ja, deswegen sind wahrscheinlich auch manche geteilter Meinung, ob man Kinder in einen Gehfrei setzen sollte oder nicht. Aber ich für meine Person kann es vertreten und finde es deswegen auch gar nicht so schlimm. Schlafen tut er recht gut. Nachts ist er vielleicht ein- oder zweimal, wenn überhaupt, wach und trinkt dann was. Also wenn er dann Durst hat, dann gehe ich dann hin und gebe ihm was zu trinken. Zähne hat er jetzt unten 4 und oben 3. Finde ich altersentsprechend in Ordnung. Also das ist ganz gut. Sprechen, ja, ich nenne das immer ganz liebevoll seine Truthahnsprache. Obwohl auch manchmal ein, zwei Wörter dabei sind wie Mama, Papa, da, Lade anstatt Schokolade. Ja. Ja, das war es eigentlich vom 11. gemeinsamen Monat. Ansonsten ist er ein sehr unkompliziertes Kind. Der ist sehr Mama-bezogen. Jetzt wieder. Das hatte vor ein paar Wochen war das so. Vor ein paar Wochen war es noch nicht so der Fall. Also da war er eher so Papa-bezogen und jetzt ist er eher wieder Mama. Was aber auch nicht schlimm ist. Also ich finde, die Kinder machen immer mal so Phasen durch und ja. Ich werde aber vielleicht morgen einen kleinen Day in the Life drehen. Es wird nicht spektakulär, weil so viel passiert jetzt bei mir auch nicht. Und ja, lasst euch daran mal wieder teilhaben. Wann ich das online stelle, weiß ich jetzt aber noch nicht so genau. Ja, ich habe ein bisschen was gekauft. Das wollte ich euch zeigen. Ach, meine Haare sehen halt schrecklich aus. Ich war übrigens beim Friseur. Ist wieder ein bisschen kürzer. Jo, musste runter. Aber, naja. Da sie jetzt nicht gemacht sind, sieht das nicht so toll aus. Aber, naja. Gut. Ich hab's heute. Ich habe mir eine neue Mascara gekauft von Essence. Und zwar heißt das Lash Princess Volume Mascara. Und hat 2 Euro irgendwas gekostet, glaube ich. Ich stelle euch mal das zurück, so ist besser. Ja, und eigentlich habe ich mir das, ja, blöderweise nur gekauft, weil das hier oben so toll aussieht. Und das ist so aus Gummi. Ja, finde ich ganz cool. Aber an sich der Mascara ist dürftig. Also, er gibt nicht wirklich viel Farbe ab und ja, verlängern tut er die Wimpern auch nicht so wirklich. Und
Die Bürste an sich sieht irgendwie ganz cool aus, weil die ist so geschwungen. Aber würde ich mir nicht nochmal kaufen. Nicht so meins. Welchen ich dann besser finde, ist der hier und der ist voll specialig. Den kann man so drehen. Aber ja, er geht jetzt so nicht auf. Und zwar heißt das auch von Essence, das heißt The Lash Curler Volume Mascara. Und hier steht auch drauf: Wow, your lashes. Wow. Ja, gut, ob man das jetzt lesen kann oder nicht. Auf jeden Fall, ja, steht hier noch ein bisschen was drauf. Love, Twist und sowas. Geil. Und wenn man den aufmacht, erstmal, das ist die Bürste. Und wenn man den dann benutzt, fasst man das dann hier an. Und dann, wenn man den benutzt, dann dreht sich das. Also das soll die Wimpern dann voller machen. Also soll mehr Volumen reingeben, wenn sich das halt zusätzlich noch dreht. Teils, teils. Manchmal funktioniert das, dann dreht er sich auch mit, aber manchmal funktioniert das auch nicht so wirklich. Er kriegt von mir diesen Daumen. Ja, hat auch, glaube ich, irgendwie 2,50 € oder so gekostet. Aber würde ich mir jetzt auch nicht nochmal kaufen. Ich hatte im vorherigen Video mal einen vorgestellt. Das war der Plump No Clump. Ich glaube, das war auch von Essence. Und das ist immer noch mein Favorit. Also ich habe bis jetzt nichts Besseres gefunden. Aber ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr noch einen besseren Mascara habt. Den probiere ich dann auch gerne mal aus. Dann habe ich mir ein Lipgloss geholt, auch von Essence XX. XL Shine. Ja, und der soll halt ultra shiny Lipgloss. Also der soll wirklich hochglänzend sein. Und ich kann euch das gerade mal swatchen. Ach ja, ich habe ultra trockene Haut und ich kann cremen und cremen und cremen. Also an den Händen habe ich ultra trockene Haut. Und wenn ihr irgendeinen Tipp habt, was hilft, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ich wäre für jeden Rat dankbar, weil das sieht einfach nur unmöglich aus. Ja, und ich hoffe, das sieht man jetzt. Na, sieht man natürlich nicht. Na, geil. Aber man sieht meine trockene Haut. Jo, mach mal halt noch ein bisschen mehr drauf. Jetzt sieht man das ein bisschen. Ja. Ich finde, der glänzt wirklich. Also das Geld ist auf jeden Fall nicht rausgeschmissen. Aber ich finde auch, dass der sehr klebt auf der Haut. Er ist sehr, ja, sieht man jetzt nicht, aber ich finde, der klebt. Und deswegen kriegt er auch nur so einen Daumen. Dann habe ich mir, ich habe ja dieses Bundle sozusagen mir gekauft von Good Girl, Bad Girl. Also diesen Rouge und ich glaube, da hatte ich auch noch den Lidschatten. Und das habe ich euch ja schon vorgestellt. Und da habe ich jetzt noch das gefunden. Voll die tollen Haargummis. Die haben so Sternchen drauf. Also Sternchen mit dabei. Die finde ich cool. Ja, die haben 1,75 € gekostet. Ja, dann habe ich mir ja für unser Sternchen einen kleinen Altar gebaut, sozusagen. Den wollte ich euch mal zeigen. Ja. Und zwar sieht das. Ups. Sieht das hoch. Oh je, je, das fällt hier alles um. Ich glaube, das zeige ich eins, oder? Sieht das so aus. Ja, jetzt fällt es um. Ja. Ich zeige das einzeln. Und da habe ich hier das Ultraschallbild drin. Das ist einfach so ein Fotokarton. Ganz schlicht. Und da haben wir halt das Ultraschallbild reingeklebt. Und ja, das habe ich halt ausgelegt mit so einem kleinen Beutel. Also den habe ich hier so reingelegt, damit das nicht so doof aussieht.
So. So sieht das aus. Und da habe ich hier, das hatte ich irgendwann mir mal gekauft vor was weiß ich wie vielen Jahren, weil ich habe so einen Tick, ich sammle Engel. Und das fällt zwar aus der Reihe, aber ich fand das so süß und das habe ich mir zusammen mit einem Engelchen mal gekauft. So eine kleine Statue sozusagen. Und das fand ich so süß und das habe ich halt da so mit reingestellt. Ja. Und dann bin ich noch losgegangen und habe mir diesen kleinen Pinguin besorgt. Der ist voll cool. Ist eigentlich ein Schlüsselanhänger, aber ich fand das ganz schön. Genau, und dann, weil man hat auch nach einer Fehlgeburt einen Anspruch auf eine Hebamme. Und die hat mir was ganz Tolles mitgegeben. Und zwar sind das so Blumensamen und die könnte ich dann im Sommer in Blumenkasten ausstreuen. Und das soll mich daran erinnern, dass das kleine Sternchen im Himmel über eine Blumenwiese vielleicht läuft und sich freut und gar nicht möchte, dass Mama und Papa traurig sind. Ja, und da steht hinten so ein schöner Spruch drauf. Und zwar, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es tröstet uns in unserer Trauer, wenn wir Menschen, die wir lieben, nicht einfach nur entrissen bekommen, sondern dem anvertrauen können, der selbst das Leben und die Liebe ist. Das ist sehr christlich, aber ja, ganz schön. Finde ich cool. Ja, und das habe ich da auch mit reingelegt. So. Ja, und da stehen jetzt halt noch der Pinguin drin. Und das. Und ja, da das so leer aussah und ich habe vor diesem Karton halt immer eine kleine Kerze stehen, habe ich gestern was ganz Tolles gefunden. Und zwar eine Tischlaterne zum selber machen und ja, die musste man einfach zusammen hinten so zusammen machen und da habe ich einfach blaue Büroklammern genommen, weil ich es nicht kleben wollte. Und zwar sieht die so aus. Ja, da ist so ein schöner Spruch drauf. Ich lese den euch mal vor. Möge Gott dich stets geleiten, über Weg, nah und weit. Möge er dir Blümchen schlagen, Brücken schlagen, durch den Raum und durch die Zeit. Ja, dann kommt dann so ein kleines Teelicht rein. Ja, und das sieht ganz toll aus. Ich mache das dann jeden Abend an und stelle das dann so davor. Ja, und jetzt will ich aber vielleicht in die kleine Schachtel noch ein bisschen was mit reinpacken, weil ich war gestern noch mal shoppen, habe ein bisschen was besorgt. Es gibt so einen Krimskramsladen bei uns und ja, habe ich das hier gefunden. Das soll wie so ein kleiner Strampler soll das sein. Ja, das fand ich so putzig. Den will ich noch reinlegen. Und dann habe ich hier noch so ein kleines süßes Kreuz gefunden. Ja, finde ich auch cool. Sieht voll süß aus. Und dann hier noch so ein Blümchen. Das ist zwar unrichtig, das kann man hinten sogar ankleben. Finde ich auch schön. Wie das dann im Ganzen aussieht, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das da drin gestalten will. Und hier noch so ein kleiner Engel. Aber fragt mich nicht, was der da in der Hand hat. Keine Ahnung. Ah, der sieht voll schön aus. Ja. Will ich da auch noch mit reinstellen. Und hier so eine kleine, eine kleine Medaille oder so. So eine Rune. Da steht Engel der Stille drauf. Angels Welcome. Ja, und es ist ja sozusagen ein kleiner Engel. Kleiner Engel der Stille. Unser kleines Sternchen. Ja. Ja, auf jeden Fall, das will ich da noch mit reinpacken. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich euch das schon vorgestellt habe.
kann ich für jede Mama oder für jeden Papa, die irgendwann mal ein Baby verloren haben oder gerade aktuell sich in der Situation befinden, kann ich euch das Buch hier empfehlen. Das habe ich von einer anderen YouTuberin, habe ich das entdeckt. Ich weiß auch nicht, ob ich euch das schon mal vorgestellt habe. Aber dann, wenn nicht, oder wenn ja, egal, dann mache ich es jetzt einfach nochmal. Und zwar ist das von Bartholomeus Maris, ist aus dem Ucharus Verlag. Genau. Und das heißt In Liebe empfangen und dennoch gegangen. Bewältigung und Sinnfindung bei Fehlgeburten. Und ja, da ist ganz schön, sind ganz schön die Sachen aufgefasst, warum, also nicht warum es passiert, aber es tröstet ein wenig darüber hinweg, dass es halt passiert ist, dass halt so ein kleines Baby oder so ein, ja, so ein kleines Sternchen jetzt oben bei den Engeln ist. Und ja, es wird halt darüber ja, philosophiert, ob das Baby schon vorher eine Seele hatte oder nicht. Oder ja, ob es es selber entschieden hat, nicht zur Welt zu kommen. Oder ja, ich kann euch ja hinten mal, also was hier hinten auf dem, was hier hinten drauf steht, kann ich euch mal vorlesen. Und zwar, was bedeutet es, wenn ein Kind nicht, wenn es einem Kind nicht gelingt, zur Welt zu kommen? Ist jede Fehlgeburt eine beseelte embryonale Entwicklung gewesen? Welche psychologischen oder sozialen Komponenten können während der Schwangerschaft Ursachen für eine solche Wendung sein? Kann die Beziehung mit dem ungeborenen Kind weiter gepflegt werden, auch nach einer Fehlgeburt? Gibt es Möglichkeiten der Vorsorge für weitere Schwangerschaften? In seiner langjährigen Erfahrung als Gynäkologe wurde Dr. Bartholomeus Maris immer wieder mit diesen und ähnlichen Fragen konfrontiert. Dieses Buch wurde in der Hoffnung geschrieben, dass auch andere Frauen und Männer zwar die Tiefen einer solchen Situation durchleben und durchleiden, aber auch die Verständnis für und einen Bezug zu der Welt der Ungeborenen bekommen können. Für jeden, den das interessiert oder auch vielleicht als Geschenk, ja, ist das vielleicht ganz schön. Und ich glaube, das hat 16 Euro gekostet. Ja, In Liebe empfangen und dennoch gegangen. Wunderschönes Buch, wirklich. Ich bin jetzt auch noch nicht ganz durch, aber es liest sich auch ganz leicht. Und man ist auch nicht gezwungen, jedes Kapitel zu lesen. Man kann bestimmte Kapitel überspringen, wenn einem dann noch nicht der Sinn danach steht oder man das noch nicht schafft. Ja, dann kann man auch gerne darin weiterblättern. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen für die lange YouTube-Pause. Und ja, vielleicht sind meine Videos momentan nicht so interessant oder ja, sind momentan etwas gedämpfter. Aber ja, das hat halt auch alles seine Gründe, ne? Ich denke, ja, jeder, der schon mal eine Fehlgeburt hatte oder so, der weiß, wovon ich spreche, dass man halt nicht immer so lustig drauf ist und in die Luft springt vor Freude. Natürlich möchte ich das in den Videos eigentlich nicht so wiedergeben. Ich versuche natürlich mehr oder weniger professionell meine Videos zu machen. Aber ich möchte euch auch nichts vorspielen. Ich möchte, dass das Video so rüberkommt, wie es mir eigentlich auch gerade geht. Klar, wenn ich jetzt total am Heulen war oder so, dann heule ich euch jetzt hier keinen vor. Aber ja, ich möchte einfach, ja, dass ihr seht, wie ich bin. So. Und deswegen habe ich auch hiermit beschlossen, dass ich jetzt nur noch Videos mache, wenn es mir relativ gut geht. Dass ich Videos mache, wenn ich Lust darauf habe und dass ich mich damit jetzt überhaupt nicht mehr stresse mit dem ganzen YouTube. Und ich bin froh, dass ihr meine Videos schaut, die wenigen, die das eben tun. Und diejenigen, die meine Videos nicht schauen wollen, die sollen es doch auch einfach bleiben lassen. Und blöde Kommentare könnt ihr euch einfach schenken, weil die ignoriere ich. Und die Leute, die die Kommentare schreiben, die werden letzten Endes auch ignoriert. Und ich finde, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und die Leute, die mich abonniert haben, die mögen anscheinend meine Videos. Und wenn
du meine Videos nicht magst, dann schalte einfach weg. Und wenn genau du meine Videos machst, dann ja, finde ich das gut und Daumen hoch für dich. Und ja, mach einfach weiter und empfehle mich weiter. Du kannst mich auch abonnieren, wenn du es nicht schon bereits getan hast. Und du kannst mir auf Facebook und Instagram folgen. Eigenwerbung muss sein, tut mir leid an dieser Stelle. Aber ja, das habe ich alles unten in der Infobox verlinkt. Ja, ansonsten könnt ihr mir gerne Videovorschläge schicken, weil ich bin momentan echt tot. Ich habe überhaupt gar keinen Plan, über was ich mein nächstes Video, über was es handeln soll oder was ihr gerne mal sehen wollt. Ihr könnt mir ja auch mal ein paar Fragen schreiben, also was ihr für Fragen an mich habt. An mich habt. Genau. Und ich kann die dann mal beantworten. Dann könnten wir ein Frage-Antwort-Video machen oder sowas. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nicht. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich das jetzt hier auch. Und damit das Video nicht zu lang und zu blöd wird. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und mit dem Abonnieren und Folgen, das habe ich ja jetzt eben alles schon erwähnt. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Küsschen.